Grüße miteinander und hallo zusammen. Ich begrüße euch wieder zu der billigsten Fußballinformationssendung von der Schweiz, zu Tackling. Und das sind heute unsere Themen. Der FC gewinnt auswärts gegen Servet. Und wir nehmen das Spielsystem vom FC genauer unter die Lupe. Boah, endlich! Der Aufschrei oder die Erleichterung ist hörbar und spürbar in der ganzen Innerschweiz. Ja, sogar bis zu Hause in der Ostschweiz. Entschuldigung. Wow, endlich, der FCL hat den ersten Sieg in dieser Saison eingefahren. Wir mussten wirklich lange darauf warten. Wir hatten gute Spiele, aber wir hatten gestern ein gutes Spiel verwünscht gegen Servet, das es endlich verhebt hat. Auch die Abwehr die hat verhebt gestern. Gegen vorne ist ja sonst meistens immer etwas gegangen. Gestern haben wir das tiptop unterstrichen. Vor allem unser Nummer 10, der Louis Schaub, verdientermassen von uns auch der Man of the Match. Ich meine, mit einem Goal und zwei Assists kann man ihm das sicher nicht absprechen. Wie gesagt, es ist auch schon der erste Auswärtssieg seit 7 Jahren gegen Servet, also in der Meisterschaft. Man musste lange darauf warten. Es ist immer ein bisschen Knackpunkt, Servet. Jetzt an dieser Stelle möchte ich aber auch ein bisschen Steufer einbremsen, treten, geschätzte Tackler und Tacklerinnen. Ohne dass ich möchte den Sieg oder die gute Leistung vom FCL schmälern, muss man gleichzeitig festhalten, Servet macht momentan ein Mammutprogramm. Die haben ein Mammutprogramm. Sie rotieren. Der Alain Geiger hat gestern zum Beispiel einen Verteidiger auf der Bank geschont, was sich Gott sei Dank gerecht hat gegen Servet. Aber die sind auch nicht irgendwie bei 100% gewesen. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, das möchte ich in dem Sinn, sag's nur einmal, nicht die gute Leistung vom FCL schmälern. Man muss sich einfach ein bisschen wieder vorholen und denken, okay, so hat man jetzt den ersten Sieg können ins Trockene bringen, was ja gut ist für ein positives Erlebnis. Ja, jetzt hat es endlich geklappt. Der lang ersehnte Sieg ist eben, wie gesagt, jetzt da. Und jetzt gilt es eigentlich eben auf dem können aufzubauen. Der nächste Gegner kommt schon und das ist der FC Sion, der ja auch überraschenderweise 4-1 verloren hat auswärts gegen den FC Vaduz. Jetzt kommen wir eigentlich gerade zum zweiten Thema und das ist etwas, was mir schon ein bisschen länger auf dem Magen liegt, und zwar das Spielsystem vom FCL. Wir reden immer wieder ein bisschen davon, die FCL-DNA, das gäbe es so nicht mehr, wir möchten jetzt eben schön spielen. FCL-DNA war für mich immer gesehen, dass Kämpfen und Siegen, wie kann man das denn jetzt nennen? Die Frage gebe ich euch eigentlich gerade weiter und die nächste Frage auch gerade euch. Wie zufrieden seid ihr mit der Spielsystemumstellung, die der FCL versucht zu machen? Ich finde, man darf sich die Frage auch stellen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, das System so zu machen? In dieser Corona-Zeit, in dieser verrückten Saison, dem FCL ganz eine neue Spielidee einzuhauchen, mit hinten raus spielen. Ich bin nicht ganz so der Fan. Ich habe mal gehört in einem Interview, wo der Spieler gesagt hat, sie müssen ganz genau so und so viele Ballkontakte verzahlen, bis sie zu einem Abschluss kommen müssen. Doch das hinten raus spielen, das finde ich momentan sehr gefährlich. Zu wenig eintrainiert, klar, man hat zu wenig Zeit gehabt. Und darum auch die Frage, wie viel Sinn macht das jetzt in dieser kritischen Phase, wo der FCL sich befindet, das hinter schön rausspielen zu wollen oder vielleicht doch wieder ein bisschen mehr auf Kampf und Willen zu setzen. Ja, jetzt viel geredet, wie seht ihr das? Wie steht ihr zu dem Spielsystem? Findet ihr das gut, endlich mal etwas Neues versuchen? Oder würdet ihr gerne ein bisschen mehr Back to the Roots? Das würde mich einfach noch wundern. Das wäre es jetzt eigentlich schon wieder gewesen, meine geschätzten Tackler und Tacklerinnen. Kommen wir noch wieder. Denn jetzt ist ja der Advent wieder eingeläutet worden. Und auch der Advent. Hä? Gibt es bei uns wieder die berühmten Adventssprüche. Ich fange mal an. Es war ein Kaltstart vom FCL. Man will eine Spielauslösung, eine schöne, und zwar ganz schnell.
Passiert ist aber lang nichts, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, man musste warten bis zum Spiel gegen Servet. Jetzt können sie endlich feiern. Der erste Sieg mit Nüssli und Mandarinli. Natürlich alles auf Kosten vom Trainer Fabio Celestini. Am Mittwoch kommt Sio auf Luzern. Und die drei Punkte, auch die nehmen wir gerne. Fußballerherz, was willst du eigentlich noch mehr? Ich weiss es, das Spiel ohne den Schiri Chacoté. In dem Sinn, einen schönen ersten Advent. Hopp Luzern am Mittwoch. Bis bald wieder. Tschüss zusammen.